Was all diese Leute machen, ist nicht etwa albern, sondern Sport. Princesize nennt sich der neueste Fitnesstrend, der die USA derzeit mächtig auf Trab hält. Und diese Frau hat ihn begründet. Joanna Rohrbeck. Let's stop talking and do some walking. Genau darum geht's. Gehen oder vielmehr sich rhythmisch und irgendwie pferdeähnlich fortbewegen zur Musik. Natürlich in verschiedenen Intensitätsleveln. Eigentlich entwickelte Rohrbeck ihr eigenwilliges Fitnessprogramm schon Ende der 80er Jahre. Damals allerdings ohne besonders viel Anklang zu finden. Vermutlich war sie einfach ihrer Zeit voraus. Denn über 20 Jahre später entwickelt sich Princesize immer mehr zum viralen Phänomen. Zahlreiche Parodien bzw. eigene Trainingsroutinen kursieren inzwischen auf YouTube. Ganz so wie bei Harlem Shake oder Gangnam Style. Dieser junge Athlet zum Beispiel nimmt das Pferdemotiv sehr wörtlich und verkleidet sich als Einhorn. Doch alles ist erlaubt beim Princesizing, solange es denn Spaß macht, meint auch Erfinderin Joanna Rohrbeck. Now it's your turn. So even though your gait and your rhythm might be a little bit different, the basic moves will be about the same. So get out there and have some fun.